Hey und herzlich willkommen bei meinem neuen Vlog. Ja, in diesem Vlog soll es darum gehen, dass ich mal ein paar Neuigkeiten erwähne. Es sind schon mehrere Neuigkeiten, die werde ich gleich erwähnen. Doch bevor ich mit dem Video starte, würde ich mir wünschen, dass ihr mir ein Abo dalässt und die Glocke aktiviert. Einfach aus dem Grund, damit ihr auch keine weiteren Videos verpasst. Mit der Glocke zusätzlich sorgt ihr dafür, dass kein Video verpasst wird. Also ihr werdet immer benachrichtigt, dass wenn ein neues Video hochgeladen wird, dass eins hochgeladen wird. Und genau, fangen wir mal mit dem Video an. Also ich habe, was Autismus angeht, Fortschritte gemacht. Ich habe eine Rückmeldung erhalten, dass meine ausgefüllten Sachen, also Unterlagen, eingegangen sind und dass man sich bei mir mit einem Termin in wenigen Wochen melden wird, sodass ich dann halt die Diagnostik durchführen kann. Ja, des Weiteren kann ich sagen, ich fange ab dem 22. August mit meinem Abitur an. Also ich hole es nach. Und ich bin mehr als bereit. Damals war ich nicht bereit für die Schule. Ich hatte Probleme mit Mobbing. Und ja, also ich konnte mich nicht auf die Schule konzentrieren und die Interesse war nicht da. Jetzt mittlerweile kann ich so viel sagen, dass die Interesse schon gut da ist und dass ich mir Mühe geben werde. Also dass ich definitiv Zweien und Einsen schreiben werde, weil ich jeden Tag 2 Stunden lernen werde, egal für welches Fach. Egal, ob ich jetzt schlau oder dumm bin, ich werde mir Mühe geben und mit Mühe erreicht man vieles, soweit ich weiß. Genau. Apropos Schule, ich habe Kontakt zu dem ehemaligen Mobber. Ich habe positiv feststellen können, dass er sich positiv verändert hat. Er ist erwachsener geworden und freundlicher und weiser und ihm tut es auch leid, was er mir damals angetan hat. Ich glaube, wir werden gute Freunde. Auf jeden Fall freue ich mich auf den Kontakt. Ich war nie wirklich böse auf ihn. Also ist, klar, in dem Moment vielleicht schon, aber das ist wiederum was anderes. Aber jetzt, also so im Nachhinein kann ich sagen, dass ich keinen Hass oder so gegen ihn hatte, sondern einfach nur, ja, verletzt war. Und zu sehen, dass er halt sich verändert hat und es bereut, mir das alles angetan zu haben, tut mir schon gut. Also ich muss schon sagen, es macht mich glücklich. Genau, den Kontakt werde ich weiterhin verfolgen mit ihm. Also auf jeden Fall weiter dranbleiben. Ich werde euch dann berichten, wie es ausgeht. Ich habe auch Kontakt zu einem anderen alten Schulkameraden. Durch den habe ich Kontakt zu ihm. Und ja, ich werde euch einfach berichten, wie es einfach läuft. Ob es da weiterhin Schwierigkeiten gibt, was ja Kommunikation angeht, ob er mich weiterhin mobben wird oder nicht, was ich eher bezweifle, weil er, also so den Eindruck, den er mir hinterlassen hat, kann ich schon wetten, dass er ganz anders ist als damals. Damals war er bosartig und hat es immer ausgenutzt, meine Schwachstellen immer ausgenutzt und ich erkenne von dem also überhaupt nichts mehr an ihm. Es ist schon Wahnsinn, wie krass er sich verändert hat. Genau, dann zum einen das. Und ja, dann, ja, ich werde am 24.07. zum Kino gehen mit der Familie, werde ein bisschen feiern. Also, was ist feiern? Ich werde den Tag genießen, vor allem, weil es wahrscheinlich auch wieder warm wird. Und ich werde mich darum bemühen, weiterhin Kilos abzunehmen, denn ich habe ein Laufband bestellt, der kommt auch am selben Tag an. Also der Tag ist ein Geburtstag und zwar von meinem kleinen Bruder. Und genau, da werden wir dann zum Kino gehen und hoffentlich kommt das auch, bevor wir zum Kino gehen, auch an, sodass ich das Ding halt auch aufbauen kann. Denn ich würde mich freuen, dass ich, ja, halt so schnell wie möglich Sport machen kann. Ich möchte nämlich wieder so aussehen wie damals. Ich habe damals 70 Kilo gewogen, das glaubt man mir vielleicht nicht. Durch Cortison habe ich leider innerhalb ein halbes Jahr 100 Kilo zugenommen. Das ist unglaublich. Also es ist schon fast Weltrekord, wie schnell ich zugenommen habe. Und jetzt bemühe ich mich einfach wieder so der Alte zu sein. Also ich will nicht mehr so viel essen. Damals habe ich auch nicht viel gegessen, ich habe mich immer bewegt. Ich habe mir dysfunktionale
Verhaltensweisen angeeignet und die muss ich halt abbauen. Genau. Ja, das waren die Neuigkeiten. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und dass ihr das Video bis zum Ende angesehen habt. Ich möchte euch nochmal daran erinnern, ja, abonniert mich, aktiviert die Glocke und falls euch das Video gefallen haben sollte oder nicht gefallen haben sollte, dürft ihr einen Daumen hoch oder Daumen runter geben. Und ja, ich wünsche euch, wo immer ihr auch seid, alles Gute. Wir haben derzeit 19:15 Uhr und genau, habt einen schönen Abend. Adios.